Ho, ho, ho! Wir haben Geschenke mitgebracht. 3 Whiskys, die wir pünktlich zur Weihnachtszeit verlosen werden, plus 2 kleine, sehr persönliche, wundervolle Gimmicks. Da verraten wir aber noch nicht, was es ist. Bleibt dran, um zu sehen, wie ihr hier an der Verlosung teilnehmt und was diese beiden erwähnten Gimmicks sind. Hallo zusammen und willkommen bei The Bourbon Diaries. Ja, wir haben 3 wundervolle Whiskys und die werden wir heute verlosen. Und ein bisschen was Inhaltliches erstmal. Wir sind ja tatsächlich jetzt, wir decken ja ein ganz schönes Spektrum ab. Ne? Wir haben hier einmal den Eagle Rare aus dem Hause Buffalo Trace, 10 Jahre alt, 45%. Toller Kentucky Straight Bourbon. Ja, mit einer klassischen Mashbill, die eben Roggen enthält, also Mais, Roggen und Gerste. Da sind wir hier schon beim Stichwort. Roggen hat der nicht, das ist nämlich der Maker's Mark 101. Ein Wheated Bourbon, also Weizen statt Roggen in der Mashbill. Es ist aber nicht der normale Maker's Mark, den man an jeder Ecke sieht, sondern eben der 101 mit 50,5%. War jahrzehntelang der Stolz der Destille, der dort halt Besuchern ausgeschenkt wurde und immer mal wieder nur sporadisch im Handel verfügbar war. Jetzt seit ein paar Jahren ist er ein bisschen breiter so im Handel verfügbar. Obwohl man muss sagen, eigentlich ist es auch nur eine Travel-Retail-Abfüllung, aber er ist irgendwie in den Shops zumindest bei uns angekommen. Wundervoller Maker's Mark. Und ein Rye, und zwar von Jack Daniels aus Tennessee, Bold and Spicy, ebenfalls eine Travel-Abfüllung, die jetzt im jetzt endenden Jahr doch erst erschienen ist. 2022, ja. Genau. Und sogar Rolf, glaube ich, fand den gar nicht überzeugt schlecht. Einer der wenigen Ryes, auch gerade von Jack Daniels, mit dem, der mich einfach so ein bisschen umgehauen hat. 53,5% Alkohol übrigens. Ja, die 3 verlosen wir. Der Form halber 0,7 Flasche, 1 Liter Flasche, 0,5 Liter Flasche das Ganze. Und das wird einzeln verlost. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was die kleinen Gimmicks sind, aber noch nicht. Das Beste zum Schluss. Noch nicht. Also erstmal, wie macht ihr hier mit? Ihr müsst einen Kommentar hier unter dem Video lassen. Der Hashtag Gewinnspiel enthält, so wie eingeblendet. Der Kommentar darf auch ruhig noch anderes enthalten, aber es muss Hashtag Gewinnspiel im Kommentar stehen. Nur so kann unser Zufallsgenerator den Kommentar als Teilnahmekommentar erfassen. Und da sind wir schon beim Thema. Der Zufall entscheidet, wer hier gewinnen wird. Und das Gewinnspiel läuft bis zum... Ja, da haben wir uns noch gar nicht entschieden, bis wann genau, aber wir blenden es unten ein. Also das ist eben das Enddatum und der Endzeitpunkt des Gewinnspiels. Bis dahin müsst ihr dann hier diesen Kommentar hinterlassen haben, um noch teilzunehmen. Und kurz danach werden wir hier dann die Gewinner eben informieren per Antwortkommentar auf die jeweiligen Gewinnerkommentare. Ihr müsst natürlich volljährig sein und ihr müsst eine Postadresse in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Alle weiteren oder alle Teilnahmebedingungen im Detail könnt ihr unten in der Videobeschreibung sehen. Gut, also um die 3 Whiskys geht es, aber nicht nur, denn wir haben noch ein paar kleine Sachen vorbereitet, unter anderem auch auf tatsächlich vielfachen Nachfragen von Zuschauern. Ja, durchaus. Wunsch, könnte man vielleicht sagen. Ja. Und ich fange mal an. Wir haben hier ein wunderschönes Tumblerglas mit dem Bourbon Diaries Logo vorne. Hinten auch nochmal so ein kleines Logo. Ne? Allerdings von Leonardo, da möchte ich nämlich darauf hinweisen, das ist nämlich die Glasmarke Leonardo, die ja im Gläser-Business durchaus einen guten Ruf hat. Also es ist ein hochwertiges Glas mit unserem wundervollen Logo drauf. Ich würde es tatsächlich vor allem als Cocktailglas... Ja, schön geräumig. Ja, ich würde es als Cocktailglas verorten. Es ist zwar recht dünnwandig und somit elegant, aber insgesamt sehr voluminös und wuchtig.
Ich denke mal, da kann man gut einen Old Fashioned mit vielen großen Eiswürfeln drin servieren oder ähnliches. Auch glaube ich, dass das Logo dann sehr schön zur Geltung kommen wird, wenn das Glas gefüllt ist. Ja, The Bourbon Diaries Tumbler. Das ist ein Los, ein Preis hier, den wir eben separat verlosen werden. Stellen wir es doch einfach mal da oben hin. Und ebenfalls hier ein The Bourbon Diaries T-Shirt. Mhm. Und zwar ein wenig so im Trikotstil, also Team Bourbon. Wir alle sind doch Team Bourbon. Und dann könnt ihr hier die Nummer 1 sein damit. Baumwolle, 100%. Vorne hier so ein bisschen so wie so ein Vereinslogo, unser Logo. Ja. Und eben hier Team Bourbon auf der Seite. Größe L das Ganze. Ja, Bourbon Diaries T-Shirt. Das das T-Shirt und den Tumblr werden wir auch jeweils einzeln verlosen. Also, wenn ihr wollt, seht es als Trostpreise an. Wenn man den Whisky nicht bekommt, hat man immer noch die Chance hier auf diese Sachen. Was sagst du dazu, Rolf? Ja, auf jeden Fall schön. Beides nette Sachen auf jeden Fall. Vielleicht sogar für manche mehr. Vielleicht als für manche der Hauptpreis. Ich möchte es ja irgendwie glauben, dass es da draußen einige von euch gibt, die gar nicht so sehr die Whiskys als Hauptgewinn hier sehen, sondern unsere Bourbon Diaries. Gerne im Kommentar erwähnen. Genau, erwähnt es bitte im Kommentar. Aber nur, wenn ihr das so seht. Wenn das Trostpreise für euch sind, dann sagt uns das bitte nicht. Aber egal, gut. Für was ihr mitmacht, wir wünschen euch... Ja, ihr macht für alles mit. Ihr macht für alles mit. Das ist nochmal wichtig zu sagen. Also durch per Kommentar, Hashtag Gewinnspiel, nehmt ihr einfach nur generell an der Verlosung teil. Wir ziehen einen nach dem anderen dann. Aber das ist... ihr müsst jetzt hier nicht entscheiden, wofür ihr mitmacht. Ihr macht einfach per Kommentar mit und dann wird einer nach dem anderen verlost. Und das war's dann und alle werden separat informiert. Aber gut, dass wir das noch angemerkt haben. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Glück. Ja, viel Glück wünschen wir euch auch auf dem parallel stattfindenden Gewinnspiel, wenn ihr da teilnehmen wollt, auf Instagram nämlich. Wir haben einen Instagram-Account. Manche mögen das gar nicht wissen. Aber ja, wir haben einen Instagram-Account, wo auch jetzt gerade ein Gewinnspiel stattfindet, wo wir Whisky verlosen und ebenfalls eine kleine Nettigkeit. Ich würde mal so sagen, im Stile von diesen beiden Sachen, aber es ist dann nochmal was anderes. Schaut da gerne rein, auch eine ganz unkomplizierte Teilnahme dort bei Instagram bei uns. Bis dann bei The Bourbon Diaries. So, wenn wir mal jetzt ganz ehrlich sind. Ja, Spaß beiseite, Leute. Ja, also hier. Die Hauptgewinne sind ja auf jeden Fall immer das Glas. Eigentlich gilt es nur zu entscheiden, was Gewinn Nummer 1 ist. So. Ist es der Tumbler oder ist es hier das hier? Funktionalität versus Style. So Style, ne? Also, da kann man sich das entscheiden. Das ist halt eine Meinungsfrage, klar. Aber das sind die Hauptgewinne und dann haben wir halt hier noch drei wunderbare Trostpreise. Ein bisschen den Frust wegspüren. Genau.